Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute Hallo. Eine Frage von Ralf. Hallo ihr beiden. Ich füttere nun seit 3 Monaten Condition Number One in der Innenhälterung und die Ochiba. Das ist geil. Die Rechtschreibkorrektur macht aus Ochiba Toshiba. Ja. Ist immer noch japanisch. Und die Toshiba sind abgegangen wie Zäpfchen. Also die Ochiba. Wie gehen Zäpfchen? Oder Tosai. Meine Frage, weil ich auch züchte, wieso gibt es das Futter nicht in 1 mm oder in 8 mm Größe? Was ist der Grund für eine Pelletgröße von 5 mm? Ich habe zum Beispiel ein Karashi-Weibchen von 99 cm, die saugt auf einmal 30 dieser Pelletgrößen ein. Meine Nachzuchten würde ich auch gern damit füttern, es ist aber zu groß. Vielen Dank, Ralf. So, ich habe für die 1 und für die 8 mm eine plausible Erklärung. Für die 1 mm fehlt uns die Abnahmemenge, weil die Schweizer schmeißen den Extruder erst an, wenn wir eine so und so große Tonnage abnehmen. Und da könnten wir eine 1 mm Größe dann von jetzt bis 2025 füttern. Also dann, wenn im Futter schon nichts mehr drin ist, wenn es zu Staub zerfallen ist, dann hat man irgendwann 0,1 mm. Spaß beiseite. So ist es in der Tat. Es wäre natürlich schön, wenn wir das Number One auf Tosai ummünzen könnten, aber das wäre zum einen natürlich auch extrem teuer. Ein sehr kleines Futter herzustellen ist teurer als ein größeres Pellet und von daher, da haben wir unser Konishi Number One und das füttert man ja, unser Konishi Tosai und das füttert man dann das erste Jahr, bis sie mal 30 cm sind und dann kann man auf die 4 bis 5 Meter großen Pellets umrüsten. Die 8 mm sind mir viel zu groß und ich kann Ihnen sagen, auch Konishi in Japan füttert eher 3 bis 4 mm seinen riesen Karashi-Goi, als dass er ein 7, 8 mm Pellet füttert. Und da geht es einfach um die Verwertung des Futters, um die Aufnahme und auch um die Darmgesundheit der Fische. Man muss sich immer wieder überlegen, die Fische haben keinen Magen, wo ein Speisebrei aufbereitet wird, der dann bedarfgerecht an den Darm abgegeben wird, sondern die funktionieren mehr oder weniger wie ein Durchlauferhitzer. Das Futter kommt oben rein, läuft dann einmal durch und geht hinten wieder raus. Und jetzt ist es das gleiche Spiel wie bei der Belüftung des Teiches. Je feinperliger die Luftblasen aus dem Luftausströmer rauskommen, desto größer ist die Gesamtoberfläche, wo dann der Sauerstoff in der Luftblase ans Wasser abgegeben werden kann. Oder anders ausgedrückt, je mehr ganz feine Luftblasen ich habe, desto größer ist nachher, wenn wir die Gesamtteichoberfläche, die ja damit vergrößert wird, wo dann ein größerer Gasaustausch oder ein einfacherer Gasaustausch möglich ist, ein effektiverer, desto größer ist die Teichoberfläche. Hätte das, was ich an Luft eintrage, würde das nicht in Zehntausende oder Hunderttausende kleine Blasen pro Stunde zerschlagen, sondern nur in 5 große, wäre der Effekt bei weitem nicht so groß. Und jetzt muss man einfach umgekehrt denken, ganz genauso ist es mit dem Fischfutter. Je kleiner das Pellet, desto größer ist die Gesamtoberfläche und desto einfacher können die Verdauungssäfte, Enzyme. Was ist das, Enzyme? Ich wollte gerade fragen, wann kommst du mal auf das Futter? Ja, plötzlich geht es nur noch um Belüftung. Das kann jetzt Melanie erklären, was passiert da, die Enzyme. Je größer die Oberfläche ist, desto mehr Platz haben die Enzyme, die Nahrung dann zu verwerten und abzubauen. Und desto mehr von der Energie, von den Bestandteilen kann der Körper dann auch aufnehmen. Genau. Und desto weniger wird am Ende ausgeschieden. Genau. Und auch das ist ein Teil des Erfolges von Konishi Number One. Also wir haben da wirklich beim Number One bisher alles, was uns bekannt ist, was zu einer sehr effektiven Futterverwertung, was zu einer sehr effektiven Futteraufnahme beiträgt. Wir haben wirklich alles berücksichtigt. Da ist die Pelletgröße wirklich ein ganz großer Faktor, vor allem wenn es nachher darum geht, wie viel unverdaute Nahrungsbestandteile sind noch im Kot. Und da ist es wirklich, dieser Wert geht mit jeder Größe, wo das Futter kleiner wird, geht er nach unten und belastet dann natürlich das Gesamtsystem, insbesondere den Filter deutlich weniger. Und man muss natürlich auch sehen, desto effektiver ist natürlich auch das Wachstum, gerechnet auf eine gewisse Menge an, oder ein gewisses Gewicht an Futter. Wenn 100% verwertet wird von einem Kilo, dann ist ein Kilo drin. Wenn aber nachher nur 70% verwertet wird, weil die 1 cm Kugeln nicht verdaut bekommen, dann habe ich im Prinzip 30% verschwendet. So einfach ist das Spiel. Und das ist das, was wir immer sagen, unser Konishi Number One ist ein so High-Performance-Futter, dass man da im Prinzip weniger braucht, um das Gleiche zu erreichen. Und darum ist es am Ende über alles gerechnet, unserer Meinung nach, auch alles andere als teurer, vor allem wenn es nachher auch um die Fischgesundheit geht, wo man sagen muss, Fehlernährung führt, wie bei uns Menschen, auch bei den Fischen,
zu Krankheiten und mitunter auch zu Todesfällen oder zu früherem Sterben, als das normal ist. Und wenn man alles mit reinrechnet, sind wir uns sicher, sollte man beim Futter zuletzt sparen und beim Wasserwechsel. Wer Wasser und Futter alles gibt, dem werden das seine Koi maximal danken. Ich habe heute Mittag mit Thomas gesprochen, einem wirklich ambitionierten Koi-Liebhaber, mit dem wir jetzt schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Ich glaube, es sind jetzt 10, er war 25 Mal mit in Japan. Und dann haben wir es auch von den ganzen Zusätzen, Wasserzusätzen, was so in den Teich reingeworfen wird. Und er füttert auch nur Konishi Number One. Und dann sagt er, ach, was unterhalte ich mich über die Wasserzusätze? Ich drehe einen Wasserhahn auf, das ist das Effektivste. Und wer das verstanden hat, dass es diesen ganzen anderen Quatsch nicht braucht, egal welche Bakterien, egal welches Zeug. Gut, über einen Algenvernichter können wir reden. Wir nehmen Salz, andere nehmen was anderes, weil sie mit dem Salz schlechte Erfahrungen gemacht haben oder keine Ahnung, weil sie sich nicht trauen. Schlechte Erfahrungen kenne ich jetzt eigentlich gar niemand, wo das gemacht hat. Das war jetzt salopp hingesagt. Einen Algenvernichter lasse ich mir noch gefallen, aber alles andere ist im Prinzip Hokuspokus. Egal ob Milchsäurebakterien oder sonst was. Die sollen mir alle mal die wissenschaftlichen Arbeiten zeigen, die da drauf basieren. So, wir müssen Schluss machen. Der DHL-Fahrer steht vor der Tür. Ihnen alles Gute. Danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Blog. Ciao. Tschüss.